zogen sich die Tage langsam dahin, immer auf ihren Höhepunkt zu, den heiligen Abend. Es schneite, der Baum kam, auf dem Adventskranz wurde die letzte Kerze angezündet. Die jüngste Nichte fiel in Ungnade, weil sie den Schornstein vom Pfefferkuchenhaus naschte. Immer hektiger wurden Geschenkkörbe hin und her getauscht. Die Pfischingers, gibt noch eine Pointe mit den Pfischingers, die immer noch nichts geschickt hatten, schlichen sich schon in Tante Gerdas Träume. Am Morgen des 23. kamen Onkel Ernst und sein zukünftiger Schwiegersohn zusammen, um die Opferriten über dem großen Karpfen Ferdinand zu vollziehen. Haben wir den Karpfen hier? Die kleinen Nichten hatte man in Mäntel und Strumpfhosen gesteckt und in den Prater verfrachtet. Graziella, die man als zart beseitet kannte, war zu Rumpelmeiers geschickt worden, um etwas zu besorgen. Und nun stand die Köchin mit einem riesigen Bräter aus Steingut am Fuße der Treppe. Zu der Linken die Dienstmädchen, rechts das Küchenpersonal. Auf dem Treppenabsatz weiter oben legte Tante Gerda ihren Männern die Waffen an. Ein Küchenmesser mit langer Klinge, einen 7 Pfund schweren Hammer, ein altes, leicht angerostetes Schwert aus der kaiserlichen Armee, das einmal nach einer Abendgesellschaft zurückgeblieben war. Frohe Weihnachten!